der ist für dich. Und hier drin sind 100 Milliliter Wasser. Bitte nicht trinken, auch wenn es zurzeit total verlockend ist, aber es braucht ihr auf jeden Fall für die Datenerhebung. Also es gibt eine Gruppe, die haben in letzter Zeit immer wieder Sabotageakte an unserem Kanalisationsmonitoring verübt. Das reicht doch für mich. Sonnenspiel, akustische Feder kommt aus. Bei mir ist es so eine rote Lampe. Meinst du dieses? Ich hab's erste. Das sieht gut aus, danke dir. Höchst interessant und beunruhigend. Sie haben Proben gesammelt? Ja, diese Wasserrationierung. Da gehen Sie natürlich lieber nach Hamburg. Nehmen die ein oder andere Überschwemmung in Kauf. Aber das macht Sie doch alles lieber mit als dieses dauernde Durstmanagement die ganze Zeit. Haben Sie alles? Ja, dann gehen Sie doch um Himmels Willen jetzt zum Professor Kratzek und analysieren Ihre Bodenproben, ja? Die quartiersgenaue Berechnung der Versickerungspotenziale ist notwendig, damit wir prüfen können, in welcher Geschwindigkeit die Beregnung erfolgen kann. Denn wir müssen ja immer schauen, wie viel kann unsere Kanalisation aufnehmen, aber auch, was können wir der Bevölkerung zumuten. Himmelswillen an die Sondensignalstoffanalyse. Und so starte ich in wenigen Augenblicken die Regenmaschine. Regen jetzt! Wir haben derzeit kleine technische Probleme. Die Maschine fährt nicht hoch. Ihr seid dafür verantwortlich. Das ist nicht okay. Ich will, dass das Scheißwasser aus meinem Scheißwasser ankommt. Und zwar an jeden verdammten Scheißtag. Und diese Leute wollen hier erstmal alles schön umbauen. Bis das passiert ist, sind doch alle verdunstet. Ich glaube, wir müssen die Schalter einen Moment unterbrechen. Entschuldigung.